Maybe securing the other entrances will slow them down. But I need you to put them up. Can you lend a hand? Ja, Schwierigkeitsgrad ist Mittel und XP-Belohnung ist auch Mittel und Belohnung ist eine Nagelpistole. Ja, machen wir doch jetzt starten. I appreciate it. Grab the rolled fences and put them up in the designated spots. So, jetzt muss man hier die Zäune mitnehmen. Ich suche mal den Müll und wir finden einen Lappen. So, dann gucken wir mal, was wir hier reparieren können. Das Eigenbaumesser ist ja eigentlich relativ stark. Das sollten wir, glaube ich, mal reparieren. Und wir reparieren auch noch die Waffe, damit wir gut ausgerüstet sind. Achso. Müssen wir mal Select drücken. Inventar, so. Eigenbaumesser. Das setzen wir doch mal. Ausrüsten. Und zwar. Ah, wir haben nur diese paar Slots hier. So, dann statt dem Paddel nehmen wir das mal. Und da konnten wir auch eben schon schön sehen. Die Kartenansicht. Und das ist die Karte. Tja, mal gesagt. Riesengroß. Es ist echt riesengroß. Wir sind da angekommen, sind hier schon vorgelaufen und ich bin mal gespannt, was hier so abgeht. Ja, wird sicher lustig. Wir werden unseren Spaß haben auf der Insel. Okay. Ja, wo sind die Gartenzäune? Hier sind sie. Hier, wir nehmen auch die Muni auf. Die können wir immer gebrauchen, falls wir hier irgendwo eine Knarre oder sowas finden. So, dann nehmen wir den ersten Zaun und platzieren den hier. Boah, war das schwer. Das hätte der ja nicht alleine auf die Reihe gebracht. Kann ich gut nachvollziehen. So. Einmal hierher. Ja, die Quest soll Mittel sein. Hier muss klar irgendwas muss hier noch passieren, weil das kann nicht sein. Das wär jetzt zu leicht. So. Ja, geil. Geil, ich bin ausgesperrt. So. Why am I the only one doing this? Ja, cool wäre auch eine deutsche Sprachausgabe. Können wir hier aber leider vergessen, da das Spiel, glaube ich, in Deutschland, oder ich weiß es, es ist indiziert, weil es einfach zu brutal ist für den deutschen Spieler. Ja, weil man da Zombies abschlachten kann. Einfach zu brutal. Und deswegen auch nicht in Deutschland erhältlich. So. Ja, das war's. War ja einfach, oder? War das jetzt nicht einfach? Das war ja mal mega einfach hier. Die hat Geld. Kann man die kaufen, oder was? Handle mit Zoe. Da kommen sie. Wir müssen sie zurückhalten. Ah, ja, ja, okay. Jetzt... Wenn eine Perimeter angreift, dann kannst du die Anzeige der Stärke... Da. Alle Teammitglieder müssen überleben. Das ist natürlich geil, kann ich hier durch... Ah, ich kann hier durchtreten durch den Zaun. Also, wo kommt denn der Junge hierher? Ja, wo kommt denn der her? Put the barricades right over here. Oh, und da kann man die wieder neu aufbauen, oder was? Ja, ich kann die nicht reparieren, oder? Nee. So, gibt's erstmal eine Schelle. Hat die mir eine Faust gegeben, Mann. Das als Frau, ey. Ho! Oh,
Oh, da vorne brauchen auch welche meine Hilfe. Da renne ich lieber mal hin, weil es schaut so aus, als würden die in der Klemme stecken. So, stiefel mal die mal kaputt. So. Kopf ist weg. Hallo, hier bin ich. Kann man dich ins Wasser kicken? Nee. So, die haben wir erstmal K.O. gemacht. Flatsch. So, dann gehen wir gleich mal hier rüber. Ich glaube, hier wird meine Hilfe auch benötigt. Ah, ich bin so eine Killermaschine. Die brauchen alle meine Hilfe. Und man sieht, hier oben ist auch die Horde, ist so gut wie vernichtet. Ist jetzt hier noch ein Messer. Ah, hier. Und in den Kopf rein, zack. Ja, quatsche mit Trevor. Ja, Trevor. Bloody hell, that was close. It's truth. I was hoping it wouldn't come to that, but they would have overrun us. Now, the fences are working, but you were right about the breach. We need to blow it. It's too dangerous. Take this flare gun and use it to ignite the barrels by the breach. Ja, jetzt muss ich die Brücke sprengen. Aha. Boah, krass, Mann. Boxen die mich kaputt, ey. Boah. Weg hier. Das war mal mega geil, weil ich hier so geil durchkomme. Brauche ich mir jetzt erstmal ein Medikit rein hier. Boah, die klatschen mich so kaputt. Wo ist denn die Knarre? Ey, das Zeug fliegt ja gar nicht in die Luft. Oh, Medikit, Medikit, Medikit. Und ich habe kein Medikit mehr. Fuck it. Und ich bin tot, oder was? Erholungszeit 7 Sekunden, 5. Ey, ich habe doch genau auf die Fässer geschossen. Blöd, oder? Überlebender wurde getötet. Fängt schon mal gut an, hier gleich im ersten Kapitel oder besser gesagt in der ersten Mission schon so zu versagen. Guck mal, es bringt gar nichts. Also, wie kann ich einen Mist hier in die Luft jagen, Mann? Und ich bin wieder tot. Mir war es klar, dass ich wieder sterbe. Ich weiß nicht, da muss man, glaube ich, leicht nach oben schießen, um die Fässer in Brand zu setzen. Oder ich stelle mich jetzt einfach davor, baller genau auf die Fässer. So, jetzt erstmal eine Faust hier. Ja, nimm halt die Knarre. Boah, krass, wie ich die hier kaputt trete. Und ich bin wieder down. Ja, ich glaube, da ist auch gleich Big Rope ist in der Nähe. Big Dope. Ja, fragt man sich echt, wie man das hier machen soll. Ich darf auch nicht auf so. Ja, komm. Ja, yeah, bam! So muss das laufen. So. Neues Upgrade verfügbar.
Ja, er greift mich einfach an, aber es ist einfach vorbei.